Und damit Hallöchen, ihr Lieben, zu einem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen Der Fall John Yesterday, ein Adventure von den Pendulo Studios und Crimson Cow. Ich hatte hier schon einen Speicherstand angefangen, einfach um die Videoeinstellungen korrekt zu machen. Wir nehmen jetzt hier den nächsten. Ich habe auch das Intro noch nicht gesehen. Dieses Spiel ist denjenigen gewidmet, die auf der Straße leben, sowie all jenen, die sich in Organisationen wie Le Enfant de Don Quichotte in Frankreich engagieren, um deren Leben zu verbessern. Das Team der Pendulo Studios, die ja bekannt sind für Runaway unter anderem. Das sieht ja mal nett aus. Aha. Ja, auf jeden Fall um einiges düsterer als Runaway. Büroräume der Kinder des Don Quichotte. Wieder ein verbrannter Obdachloser. Schon der sechste in diesem Jahr. Wer ist der Täter? Keine Ahnung. Die Opfer haben weder Gesichter noch Namen. Niemanden interessiert's. Weder die Medien noch die Behörden. Doch, uns interessiert's. Besonders mich. Von hier aus können wir kaum was tun. Wir gehen zu ihnen, fragen nach ihren Namen, zählen sie, bieten ihnen unsere Unterstützung an und zeigen ihnen, wie sie ein besseres Leben führen können. Sieh dir diese Liste an. Da hausen überall Obdachlose, mit denen wir noch nicht geredet haben. Wir müssen trotz des Risikos weitermachen. Ich werde tun, was ich kann und fang gleich beim ersten an. Cadway Station? Vergiss es. Du wartest hier. Soll ich nicht mitkommen? Bewach lieber den Lieferwagen. Es ist zu gefährlich. Das steht nur auf der Liste, weil... Was weiß ich. Seit der Eingang eingestürzt ist, war niemand mehr drin. Und... Ich bezweifle, dass es da noch Leben gibt. Tu mir einen Gefallen. Pass auf dich auf. Wir sollten da definitiv nicht sein. Okay, es geht los. Brauchst du Hilfe beim Spielen? Klicke auf das Symbol hier unten ab. Ich habe mir die real existierende Anleitung angesehen. Okay. Oh, eine Taschenlampe. Und wenn wir das hier machen, kommt es aufs Gleiche raus. Ein Handy. Dein Ausweis, der dich als freiwilligen Mitarbeiter der Kinder des Don Quixote identifiziert. Don Quixote. Das hier ist, soweit ich weiß, die Hotspot-Anzeige. Die wir definitiv benutzen werden. Zwischendurch. Das hier sind, glaube ich, richtige Tipps, Hilfen. Ich weiß nicht, was der Stern ist. Ich drück mal kurz. Nein! Speichern? Vielleicht? Vermutlich speichern. Okay. Lautstärke speichern und aus dem Spiel raus. Okay, dann schauen wir uns mal um. Aha. Vielleicht ist es ja bloß Einbildung, aber du fühlst dich definitiv beobachtet. Bei so einem riesigen Auge? Du könntest die Mosaiksteine einen nach dem anderen von der Tafel nehmen, aber du lässt es. Okay. Ich weiß jetzt übrigens nicht so genau, ob wir jetzt gerade John Yesterday schon sind oder ob dieser John Yesterday später noch... Ups, kommt. Ein Koffer klemmt zwischen den Trümmern, welche die Treppe versperren. Nee, Sekunde. Ich muss noch ein bisschen klarkommen mit dieser Steuerung. So sehr du auch am Griff ziehst.
Du kannst den Koffer nicht unter den Trümmern hervorziehen. Okay. Was haben wir hier noch? Hoppa. Neben der elektrischen Beleuchtung ist dieses Brett der Beweis dafür, dass irgendjemand diese Station bewohnt. Du lässt das Brett an seinem Platz, damit niemand auf die Gleise fällt. Sehr umsichtig. Okay, gehen wir mal da rein. Wieso teleportiert er sich? Du fährst kurz zusammen und du glaubst endlich auf jemanden getroffen zu sein. Aber es ist nur eine Schaufensterpuppe. Wer auch immer hier lebt, er hat einen seltsamen Sinn für Humor. Finde ich aber auch. Das ist auch keine besonders schöne Schaufensterpuppe. Abgeschlossen. Unmöglich zu öffnen. Trümmer blockieren die Tür von der anderen Seite. Verflixt, okay. Dann haben wir die Griffe. Hier ist eine Cola. Wow, Cola-Dose. Dein Mund ist trocken, du hast Durst. Wäre die Dose doch nur voll. Im Augenblick würdest du alles trinken, sogar Bier, das du eigentlich verabscheust. Oh, ich bin ein richtiger Musterschüler. Oder Student. Als du das Kabel aufhebst, erinnerst du dich an Ralph Martinson, einer deiner Kommilitonen, der vor ein paar Monaten erhängt im Toilettenraum aufgefunden wurde. Wieso? Sie scheint zu weinen. Du bist weit davon entfernt, diese arme Puppe umarmen und trösten zu wollen. Okay. Was haben wir denn hier? Das geht nicht. Ein Können wir hier was kombinieren? Oh, nein. Aha. Ich kombiniere ja immer gerne wahllos Dinge. Also wenn ich es so du nehme, leuchtest dann... leuchtest in die Dose hinein und stellst fest, dass sie leer ist. Das geht ja tatsächlich... Das ist auch ohne Licht schon gut zu erkennen. Hä? Das ist auch ohne Licht schon gut zu erkennen. Okay. Nee? Ich würde es ja damit benutzen, aber... Okay, wir gucken mal, dass wir... Genau. Das finde ich absolut in Ordnung. Ich hoffe, das findet ihr auch in Ordnung. Was? Das ging ein bisschen schnell. Aber ich glaube, hier war noch was. Ah, eine natürlich, da ist eine Stange. Eine Eisenstange, die du mitnehmen kannst. Du hast noch nie die zu den Stärksten mitnehmen. Gezählt. Also nimmst du die Eisenstange mit, um dich im Notfall verteidigen zu können. Okay. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal bei Runaway so stecken geblieben bin. Nur weil ich so eine winzig, winzig kleine Sache übersehen habe. Oh, ah, da geht's nochmal raus, okay. Eine Taschenlampe. Nee. So, gedrückt halten Als und... du die Taschenlampe einschaltest, stellst du fest, dass die Trümmer tatsächlich die Tür blockieren. Ein Wunder. Okay, dann probieren wir nochmal, ob wir mit der Stange jetzt möglicherweise den Koffer aus den Trümmern da herauskriegen. Schauen wir mal. Ach so, kann ich jetzt gar nicht. Eine Eisenstange. Nein. Okay, eine ich möchte gerne... Nein. Ich muss damit jetzt gerade mal noch klarkommen. Eine Eisen... Ich möchte sie auswählen, bitte. Ich glaube, ich habe den du Fehler versuchst, gemacht. Du versuchst, die Trümmer mit der Eisenstange anzuheben, aber du schaffst es nicht, den Koffer freizulegen. Verflixt. Wenn du das Kabel an einem bestimmten Punkt festmachen würdest, könntest du vielleicht die Eisenstange damit benutzen. Vielleicht können wir das Kabel um... Also ich muss so machen. Naja. Du befestigst ein Ende des Kabels am Griff des Koffers, legst es um die Säule und befestigst auch das andere Ende am Griff. Okay, dann nehme ich jetzt das. Und... Du steckst die Eisenstange zwischen Kabel und Säule, und jetzt drehst. Sie und kannst so die Zugkraft des Kabels verstärken, um den Koffer unter den Trümmern hervorzuziehen. Super. Aha. Du öffnest den Koffer und findest darin mehrere Dinge, die dir noch nützlich sein könnten. Wow. Ein Messer. Ein Messer. Schraubendreher. Aha. Isolierband. Ich muss da unbedingt ein Muster reinschneiden. Heraus tatsächlich. Und bist dir sicher, dass es dir noch gute Dienste leisten wird? Da bin ich mir auch ganz sicher. Das Stück einer das Dose. Hier werde ich jetzt hiermit. Ich das liebe willst Wahl, du nicht zerschneiden. Nein, okay. Dann halt nicht. Aber das hier möchte ich. Nein, möchte ich nicht. Und das hier? Nee, na gut. Aber wir haben jetzt schon ein nützliches Stück Dose.
Was ist das da? Du glaubst nicht, dass dir das Kabel erneut von Nutzen sein wird. Also lässt du es dort. Okay, wir gucken einmal, dass wir nichts verpassen. Sieht nicht so aus, außer dass wir vielleicht die Stange wieder mitnehmen können. An der Säule. Okay, dann gucken wir mal hier drin. So. Und dann schauen wir hier einfach mal weiter. Oh, das ist ja nett. Spielzeug. Ein elektrisches Keyboard. Vermutlich von schlechter Qualität. Und andere Dinge. Du nimmst das Keyboard mit, obwohl keine Batterien drin sind. Keyboarde kann man nicht einfach so rumliegen lassen. Was ist hier? Ein Telefon ohne Hörer und mit absolut unbrauchbaren Tasten. Okay. So wie das Telefon momentan aussieht, kannst du damit niemanden anrufen. Und ich soll das reparieren, oder was? Ist er so ein MacGyver-Typi, oder was? Neary war der Erste, der eine Telefonnummer wählte, ohne dafür die Zifferntasten zu verwenden, sondern indem er mit einer Orgel die Tastentöne nachahmte. Leider hat das Telefon keinen Hörer und das Keyboard keine Batterien. Was will man noch mehr? Okay, ist ja gut. Wenn du den Telefonhörer hättest, könntest du ihn mit dem Isolierband am durchtrennten Telefonkabel befestigen. Okay, also die Möglichkeit gibt's aber. Dann schauen wir doch mal. Ein seltsames Durcheinander von Trümmern und Spielzeugen. Wohnen etwa Kinder in dieser Station? Da du etwas für Merkwürdigkeiten übrig hast, nimmst du die Actionfigur eines mittelmäßigen Videospiels an dich. Eine batteriebetriebene Actionfigur. Batteriebetrieben, dann, okay, Sekunde, dann hiermit du die Batterien rausholen. Du schraubst vom Rücken der Figur ab und entnimmst die Batterien. Sehr gut. Und jetzt die Batterien ein, da rein. Ich drück das immer aus Versehen weg. Du stellst fest, dass es tatsächlich funktioniert. Super. Dann können wir es ja jetzt du hiermit verbinden. Du setzt die Idee, die Tastentöne mit dem Keyboard nachzuahmen, in die Tat um. Leider hat das Telefon keinen Hörer. Außerdem weißt du nicht einmal, ob die Leitung überhaupt noch funktioniert. Dann probier es doch aus. Woran erkenne ich denn, ob die Leitung noch funktioniert? Kann ich nicht mit irgendwas einen Hörer nachahmen? Nicht? Okay. Wir gucken uns mal noch ein bisschen um erstmal. Was haben wir hier noch? Trümmer blockieren die Tür. Die Trümmer sind zu schwer. Du wirst sie nie bewegen können. Nicht mal der Niemals. Trick mit dem Kabel und der Eisenstange könnte sie auch nur einen Finger breit bewegen. Okay. Hier geht's also auch nicht weiter. Was haben wir hier der denn Ring noch? Der Ring eines Basketballkorbes sieht etwas mitgenommen aus. Im Gegensatz zu deinem Freund Cooper hast du dich nie für Sport interessiert. Aber der könnte sich doch als nützlich erweisen. Du wirst diesen Basketballkorbring nicht abschrauben. Wieso nicht? Was haben wir denn hier noch? Im Schlitz klemmt eine Münze. Eine Münze? Du drückst den Knopf für die Münzrückgabe, aber die eingeklemmte Münze fällt nicht durch. Kein Problem. Dann nehmen wir doch das Cuttermesser. Das Messer ist zu dünn, um die klemmende Münze hineinzuschieben. Zu dünn? Zu weich, um sie damit herauszuhebeln. Und wenn wir das mit Isolierband umkleben? Nee, ich will es umkleben. Das willst du nicht zerschneiden. Okay. Das Stück und das einer hier? Dose. Hiermit? Dieses Aluminiumstück ist zu weich, um die klemmende Münze durch den Schlitz zu schieben oder sie herauszuholen. Okay. Und hiermit? Du versuchst, die Münze aus dem Schlitz zu hebeln, aber ohne Erfolg. Meine Güte, und hiermit? Nein. Wieso sollte das hier funktionieren? Nein. Oder mit meinem Dein Ausweis. Dein Mitgliedsausweis der Kinder des Don Quixote ist nicht hart genug, um damit die klemmende Münze durch den Schlitz zu schieben. Verflix nochmal. Okay. Was haben wir denn noch? Eigentlich nicht mehr wirklich viel, hm? Gucken wir mal. Nochmal bitte.
kann es auch kompliziert machen mit diesem... Ach, da oben geht's aber noch weiter, okay. Du erinnerst dich an die Worte von June, der Leiterin der Kinder des Don Quixote. Catway Station? Vergiss es. Mach dir nicht das Leben schwer. Hm. Du könntest die Mosaiksteine einen nach dem anderen... Okay, das kennen wir ja schon, den Spruch. Na, dann gucken wir mal hier oben noch. Aha, hier ist ein Schloss. Das Schloss wurde wohl von denen angebracht, die hier leben. Was wollen sie wohl beschützen? Abgeschlossen. Nicht per Hand zu öffnen. Logisch. Logisch. Oh. Wer hier lebt, hat großes Interesse daran, dass niemand das Gittertor passiert. Vielleicht könnten wir da... Auch wenn du nie allzu viel Wert auf dein Äußeres gelegt hast, ist es dir doch wichtig genug, um nicht über die Dornenranken zu klettern. Okay. Wie wäre es aber, wenn wir damit... durchzuschneiden. Aber sie sind zu dick und zu hart für dieses Messer. Ich wollte eigentlich auch nur einen kleinen Teil davon. Glaubst du wirklich, dass du die Dornen mit dem Isolierband unschädlich machen kannst? Ich hätte dich für klüger gehalten, Henry White. Aha, wir sind also nicht John Yesterday. Wir sind Henry White. So, gucken wir mal, dass wir hier nicht... Ich erkenne überhaupt nichts. Da unten? Ach so, da kommen wir zurück. Okay, was gibt es denn hier noch für Möglichkeiten? Ey, ich erkenne das immer nicht. Das macht mir echt Stress, ne? Hier, dass das nur so kurz aufblinkt. Hier hatten wir ja alles. Nichts von dem, was hier rumliegt, interessiert dich. Ich finde es ziemlich interessant. Du nimmst das Spielzeugtelefon aus der Kiste. Oh, Mann. Okay, also dann... Ein Messer. Entschuldigung. Du schneidest das Kabel durch und trennst so den Hörer vom Rest des Spielzeugtelefons. Genau. Jetzt nehmen wir das. Okay, jetzt noch nicht. Aber das dorthin. Dir fällt ein, dass du den Spielzeughörer am Telefon befestigen könntest, aber dir wird schlagartig bewusst, dass das eine absolut blöde Idee ist. Wieso? Ich fand die Idee genial. Ein Spielzeugtelefon. Okay, Sekunde. Also, wieso ist das blöd? Ich kann das immer so weitermachen. Habe ich gar kein Problem mit. Oh, okay. Wenn du den Telefonhörer hättest, ich hab einen Telefonhörer. Könntest du ihn mit dem Isolierband am Durchtrennen... Sekunde. Jetzt muss ich mal nachdenken. So wie das Telefon momentan aussieht, kannst du damit niemanden anrufen. Okay. Ein Keyboard. Wenn ich... Oh, hui. Okay. Ach, das kann ich auch nicht miteinander verbinden. Verflick's nochmal. Das Stück einer Dose. Das Stück einer Dose. Ich gucke jetzt zur Sicherheit nochmal. Okay, das sind immer noch die gleichen Stellen wie vorher, aber wir gucken hier nochmal. Vielleicht haben wir hier noch nicht richtig nachgeguckt, was da so ist. Ne? Oh, ich sehe, wir haben schon wieder über 15 Minuten. Unseren ersten Part haben wir rum. Ja, hier habe ich ja nicht so viel vorzulesen, weil alles erklärt wird. Ich finde die Stimme vom Erzähler ganz in Ordnung, aber sie haut mich auch nicht von den Socken. Ich finde, sie ist ganz bisschen teilnahmslos zwischendurch. Aber allgemein, ich fand die Rätsel bis jetzt ganz gut. Und ich mag es auch, dass es ein bisschen dunkler ist und hier mit dieser Schaufensterpuppe ist das schon ziemlich gruselig. Okay, dann sehen wir uns einfach im nächsten Teil wieder von Der Fall John Yesterday. Ciao, ciao!